Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Bug des Weekend League. Ich freue mich total, aber die Weekend League wird total in die Hose gehen. Warum? Ich habe mir heute im Laufe des Tages, es ist noch Freitag, ich habe mir heute im Laufe des Tages einfach mal schön den Hals verrenkt. Das tut jetzt weh. Moment, ich drehe mal die Heizung ab. Ja, genau, das tut jetzt weh, eigentlich bei fast jeder Bewegung. Also selbst wenn ich normal da sitze, tut es weh und das ist richtig, 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 richtig scheiße und vor allem belastend und wird wahrscheinlich zu leichten Ablenkungen führen. Es wird wahrscheinlich schwer sein, sich wirklich 100% das ganze Spiel über zu konzentrieren. Oh, wir haben unseren 600. Sieger erreicht, das sehe ich gerade. 601 zu 327, sehr geil. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und ja, ich spiele jetzt logischerweise trotzdem und probiere es, aber es ist unangenehm. Es ist sehr, sehr unangenehm. Ich hoffe, ich bekomme es hin, mich trotzdem gut zu konzentrieren. Wir spielen jetzt wohl mit der Bundesliga. Und vor allem, ich bin gespannt auf meinen neuen Spieler. Momentan steht auf der Abschlussliste eigentlich bloß Goretzka, der langsam anfangen müsste, ein bisschen was zu zeigen. Stindl ist nur halb auf der Abschlussliste. Und ja, Modest hat jetzt logischerweise noch alle Zeit der Welt, um zu zeigen, wie geil er ist. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, er ist zwar kopfballstark, aber es zählt dann doch, wie viele Scorerpunkte er macht. Und Mali, obwohl er halt überhaupt nicht kopfballstark ist, er macht halt die geilen Tore mit dem Fuß. Das kann er natürlich auch, der Modest. Ich weiß es nicht, er kann es zeigen. Er hat jetzt den anderen Champions League Style, dass er besser passen kann. So, es geht von vorn los. Ist egal, wie stark der Gegner ist. Also ich muss mich einfach nur konzentrieren. Man kann auch gewinnen, wenn der Gegner deutlich besser ist. Oh, wir bekommen mal ein schwächeres Team. Ich hoffe mal, es bricht jetzt nicht wieder ab. Oder ich habe vorher ein Tor geschossen. Oder ich hoffe mal, dass der Gegner nicht ultra gut ist. Er hat noch nicht mal Smalling in der Innenverteidigung. Dafür aber Valencia als Rechtsverteidiger. Aber der hat halt nur einen Stern auf dem schwachen Fuß. So, jetzt Konzentration. Komm, wir wollen gut spielen. Es wird nicht so einfach für mich werden, weil ich kann meinen Kopf nicht so gut bewegen. Und das lenkt ein bisschen ab. Aber ich werde natürlich versuchen, mein Bestes zu geben. Schön gemacht von Vidal. Weil sollte natürlich direkt auf den Bele gehen. Schönes Ding. Fuck! Ich wollte eigentlich auch flach ins lange Eck schießen, da habe ich dann irgendwie verpasst. Und nicht mehr den Stick dahin gezogen bekommen. Fast gewinnt hier Goretzka das Kopfballduell. Ist ja auch relativ groß, Goretzka. Weiß, kommt mal über die Pace. Hätte ich straffer aufziehen müssen. Aber jetzt kann es Modest ja mit dem Kopf machen. Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag nichts mehr dazu. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt so konstant klappt, ey. Das ist ja richtig geil. Bitte, bitte. Ich meine, er kann ja genau wie Benteke von mir aus die meisten Tore mit dem Kopf machen, die meisten Tore nach einer Ecke machen. Es ist mir scheißegal. Hauptsache, er macht die Dinger halt. Krass durchgesetzt mal wieder. Und das, obwohl er nicht mehr die erhöhte Sprungkraft hat, muss man ja auch mal sagen. Wir haben ja jetzt nicht mehr den Champions Freestyle Marksman, sondern Maestro, der den Pass boostet. Und trotzdem hat er sich da hervorragend durchgesetzt. Ach, Hummels hat ihn fast gehabt. Oh, scheiße, einmal zu oft auf Passen gedrückt. Aber ist egal, wie geklärt. Jetzt weiter gut spielen. Ah, Tor. Krass, dass das kein Tor war. Es hätte natürlich ein Tor sein müssen, weil er einfach komplett alleine war. Aber glücklicherweise war es dann keins. Ja, macht ja auch ganz klare, krasse Fehler, wie ich finde. Schwacher Pass von Reus, interessant. Kommt nicht so oft vor. Schön gemacht von Dembele. Haben wir leider schon im Aus. Es ist ein bisschen aggressiver. Ich glaube, er ist ein bisschen angepisst.
okay. Oh, getunnelt, habt ihr das gesehen? Krasser Tunnel. Kommt leider zu Chancen, das gefällt mir nicht. Ich meine, okay, aber war ein bisschen lucky, wie er da zum Pass in die Mitte kommt, weil war halt ein ganz klarer, krasser Tunnel, aber egal. Oh, viel zu weit. Warum denn so weit? Ach, zum Glück ins Aus an. Schöner Pass auf Dembele. Schade, schade, dass der hängen bleibt. Oh, wieder knapp. Das macht er gerade gut. Pässe immer relativ knapp, aber kommt dann noch an. Dann war es glücklicherweise mal zu eng. Jetzt hat Reus und Goretzka die Position getauscht. Natürlich nicht so geil. Macht's jetzt besser als am Anfang, finde ich. So, jetzt hat er aber wieder den Fehler auf Außen und wir können mit Reus schön durch. Oh, schön, dass er nochmal an den Schuss dann, an den Ball kommt und den zweiten Distanzschuss aufziehen kann, aber leider hält Bad Lenz. So, jetzt Modest, mach einfach noch eins. Komm. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat noch keiner geschafft, oder? Nach zwei Ecken direkt das Kopfballtor. Macht's halt Sokrates. Eieiei. Also ich weiß, ich könnte es sein, dass wir schon einmal gehabt haben, aber halt auch von zwei unterschiedlichen Spielern. Ich glaube, wir hatten es noch nicht mit einem Spieler in einem Spiel jeweils ein Kopfballtor. Aber ich glaube, wir hatten schon einmal einen Doppelpack nach Ecken in einem Spiel. Das ist halt krass. Das ist komplett FIFA, weiß ich nicht, 13 Style oder so. FIFA 12, FIFA 13 Style. Da ging das halt richtig geil. Da habe ich wirklich die meisten Spiele einfach durch Ecken gewonnen. Ich habe es aber auch gut verteidigt. Also ich habe nicht so viele oder deutlich weniger Tore gefressen nach einer Ecke, als ich die bekommen habe. Hey, Quatsch, ich habe sie deutlich seltener bekommen, als ich sie verteilt habe. So ist richtig. Mach's gut. Schade. Wollte eine kleine Flanke auf Modest, eine kurze Flanke auf Modest spielen. Man hat leider nicht funktioniert. Auch da wollte ich wieder auf Modest flanken, haben wir denke ich gesehen. Ging ja leider ein bisschen schief, obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht war. Oh, die Flanke sollte nach links auf Goretzka gehen und er macht sie auf Hummels und dadurch viel zu weit. Schön gemacht mit Reus. Jetzt geht er auch viel zu aggro drauf. Eieiei, so ein abgefälschter. Klar, hätten wir noch mal ein bisschen rausspielen können, aber ich dachte, das machst du mal. Ein schön Dizzy. So, jetzt bitte direkt noch ein Kopfballtor. Das wäre so krass. Also, drei Tore hat man noch nie nach einer Ecke. Also, in einem Spiel. Ja, dieser kam aber schlecht. Hat er ein Glück, dass es da Foul gab und noch Vorteil lief. Sonst hätte ich jetzt mit Hummels, glaube ich, den Ball gehabt. Frei vom Tor. Oh, das macht er gut und leider macht das Hector richtig schlecht. Glaube ich, Sokrates gut gespielt. Oh, krass, perfekt gespielt. Ich dachte, wir haben zumindest jetzt eine Ecke. Schönes Spiel bisher. Ich denke, es ist trotzdem eine verdiente Führung, auch wenn es ungewöhnlich ist, dass wir hier zweimal nach einer Ecke treffen. Aber wir hatten ja auch gute Chancen mit dem Fuß. Da hätte definitiv Reus ein Tor machen können und Modest auch mit dem Fuß. Bei Modest habe ich nicht straff genug aufgezogen.
Was, den hätte einmal auslaufen lassen können. Ah, der Glück. Dass er da noch einen Fuß reinbekommt. Schön gemacht von Hummels. Oh, und dann bleibt er leider im Ballbesitz. Boah, das wäre ein krasses Tor geworden. Schöner Distanzschuss auf jeden Fall. Glück, dass er da nur an den Pfosten geht. War aber auch die erste Chance von ihm im Spiel. Geiler Pass, Goretzka war das, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war ein Pass von Goretzka. Immer halt die nächste Ecke. Und ich hoffe mal, dass jetzt das dritte Tor fällt. Wäre so krass. Komm. Wieder gefährlicher Eckball von gefährlicher Kopfball von Modest. Krass auf jeden Fall. Naja, taktisches gelbe Karte. Boah, ich muss so aufrecht, ich muss so steif da sitzen durch meinen Hals. Echt anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich da viele Folgen mit aufnehmen kann. Ich glaube, ich habe diesen Sonntag nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, deswegen wäre es ganz cool, wenn ich das da vorher noch ein paar Folgen hinbekomme. Na, zeig mal, ob du es drauf hast mit dem Freistoß. Das war ja nicht so gut. Hätte wahrscheinlich versuchen sollen, mit Reus den einfach wegzukloppen, den Ball, aber ich dachte, ich kriege ihn angenommen. Kein Abseits. Wie soll man nach oben springen, wenn da irgendeine Gefahr gewesen wäre? Oh, er macht sie nicht so flach, sondern bringt sie wieder von so weit oben rein, was meiner Meinung nach eher schlecht funktioniert. Knapp. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr an diesen Flanken verrenne und zu sehr auf das Kopfballspiel gehe. Schön gemacht von Sokrates, stand genau richtig. Schade. Doppelt schade. Dreifach schade. Schön mit dem Ball. Und dann leider zu lange, aber wir haben den Ball wieder. Wollen natürlich nach vorne den Laufpass spielen zu Stindl. Oh. Jetzt steht er halt. Komischerweise in der Abwehr ziemlich gut, also außerhalb jetzt ein paar Ecken noch, haben wir da nichts mehr hingekriegt. In der ersten Hälfte hatten wir halt auch die Situation mit dem Fuß, aber die haben sich mittlerweile erledigt. Alu, ausgleichende Gerechtigkeit bei den Alu-Treffer. Wäre natürlich ein schönes Tor gewesen von Goretzka, schade. Er ist ein erstes geworden. Ah, oh, Mist. Wenn es noch ein Tor fressen wird, wäre es natürlich auch noch unangenehm, sage ich mal. Da hat Bailly keine andere Möglichkeit gesehen, als den Ball ganz rustikal rauszuklären. Verteidigt, leider. Dadurch konnte ich mit meiner Schusstäuschung nichts bewirken. Steht echt sauber, macht keine Fehler, er ist nicht zu hastig. Krass, da haben wir echt Glück, dass wir da. Aber gut, wir haben halt einfach die Phase genutzt, wo wir dominiert haben.
Kann man nicht anders sagen. Und es hätte ja, wie gesagt, auch jetzt durch den Alu-Treffer noch einer durch den Fuß fallen können. Scheiße, ich hätte nicht vorlegen dürfen. Ich wusste, als ich auf Vorlegen gedrückt habe, fuck, das war ein Fehler. Oh, dumm von mir, richtig dumm. Schön durchgesetzt. Goretzka macht ein gutes Spiel. Es geht keiner hin, es geht keiner hin! Warum ist denn da keiner hingegangen, bitte? Ich hatte direkt auf Passen gedrückt, als Piszczek den Ball hatte. Es hat wieder nicht geklappt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier nicht das dritte Tor machen, aber verdiente Führung und ich denke auch verdiente zwei Tore-Führung. Tja, da haben wir das erste Spiel doch gewonnen, aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen meinen Hals schon gemerkt. Reus, bester Mann. Einmal Sokrates, einmal Modest. Ja, Reus macht halt beide Vorlagen. Nach Ecken, logischerweise. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Spiel. Premier League. Modest macht wieder sein Tor nach dem Kopf. Hat sich auch am Fuß ganz gut angefühlt. Hat halt diese eine Chance nicht genutzt. Aber da muss ich auch sagen, habe ich nicht straff genug geschossen. Trotzdem hätte es mich gefreut, wenn er jetzt das Tor trotzdem gemacht hätte. Ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass man das merkt, dass er halt jetzt den besseren Pass hat. Und dadurch deutlich besser die Dinger verteilen kann. Moment. Ja, jetzt geht's weiter. Ich bin mit der. Was habe ich gesagt? Mit ich wollte gerade mit Benteke sagen, mit Kane, Kane West. Oh, so, ich hoffe, ich kann mich wieder so gut konzentrieren. Vielleicht haben wir ja auch das Glück. Ich meine, der Gegner hat echt kein gutes Team gehabt. Und wahrscheinlich wäre das Spiel auch deutlich schwieriger geworden, wenn er ein deutlich besseres Team gehabt hätte. Aber okay, das ist erstmal ein sehr interessantes Team auf jeden Fall. Das ist erstmal ein sehr interessantes Team. Aber ich denke, es wäre, wie gesagt, schwieriger geworden, wenn er ein besseres Team gehabt hätte, weil er hat dann am Ende doch ganz gut gespielt. Aber wir haben halt wenigstens am Anfang unsere Druckphase genutzt, deswegen konzentrieren wir uns jetzt und nutzen die jetzt hier genauso. Okay. Oh, das war ein interessanter Pass, das war auch interessant. Das war auch interessant, weil es sollte ein normaler Pass werden, er macht halt so einen ganz merkwürdigen Laufpass draus. Was ist denn jetzt hier gerade los im Spiel? Ich glaube, der war abgefälscht. Der muss abgefälscht gewesen sein. Ja. Oh, ja, es war der schwache Linke. Trotzdem erwarte ich, wenn der Schuss nicht geblockt wird, dass den Kane reinmacht. Fuck, Mann. Scheiße. Irgendwann muss es ja passieren. Taktisches ist gelb. War aber, denke ich, ein guter Zeitpunkt, um da den Angriff zu stoppen. Hat man eigentlich von der Formation gespielt? Aber 4-5-1 oder so, weil es kommt mir schon alles so merkwürdig vor.
Oh, krass, wie sich da. Oh, kommt, kommt! Oh, zum Glück. Krass, wie sich da durchkombiniert. Schön gemacht von Aspili. Ich muss aufpassen, das ist ein schwerer Gegner, das merke ich jetzt schon. Es wird nicht so einfach. Oh nein, der Ball bleibt drin, das ist ärgerlich. Robben wir da auch wieder. Genau wie der letzte mit dem 4-5-1. Schade. So, Gouye ist mal durch. Oh, schade. Ich wollte über den Torhüter drüber lupfen, aber es hat nicht geklappt. Waren wir leider zu spät. Schön gemacht von Reed. Ist auch jemand, der sehr aggro und schnell auf den Gegner drauf rennt, auf den Ballführer. Scheiße. Das war komplett scheiße. Alter, was? Wie kann er denn den nicht machen? Oh fuck, muss denn der ins Alu gehen? Wäre da geil gewesen. Oh, scheiße. Ja, es wäre jetzt verdient, jetzt die Führung. Gerade weil wir auch mit Kane ja schon diese große Chance mit dem linken Fuß gehabt hatten. Oh, und den hält Tschech natürlich. Scheiße. So, okay, Kane, du musst es wieder mit dem Kopf machen. Du hast es zweimal mit dem Fuß nicht gemacht. Du musst es wieder mit dem Kopf machen. Eigentor oder Mendy oder was? Ich glaube, Eigentor oder Mendy. Also, es ist erstmal drei Tore per Kopf nach einer Ecke innerhalb von zwei Spielen. Und ich glaube, es war oder Mendy Eigentor. Ja, oder Mendy Eigentor. Ach du Scheiße. Okay, das ist natürlich Glück. Das nehmen wir gern mit, vor allem gegen so einen schweren Spieler. Es ist ja nicht unverdient, diese Führung. Wir hatten ja auch einen Alu-Treffer. Gehen wir mal durch. Oh, der hält mich fest, der hält mich fest. Schon wieder gefährlich nach der Flanke. Krass. Es geht denn hier gerade flankenmäßig ab. Oh. Sehr schön. Ruhiger machen. Scheiße, das war's mit der Ruhe. Aber er macht auch einen Fehler.
Wäre ich durch gewesen, habe ich zu spät gemerkt. Gut. Jetzt müssen wir uns anstrengen, dass wir hier dieses. Okay, es sieht besser als. Also, es hat sich schlechter angefühlt, als es aussieht. Das ist ja auch nicht unverdient die Führung, aber trotzdem, schwieriger Gegner, da kann er mal durch sein Tor schießen. Und 1-0, wie gesagt, auch nicht drüber reden, dass ein 1-0 immer ein gefährliches Ergebnis ist, genau wie ein 2-0 noch. Aber ein 2-0 ist schon besser als ein 1-0. Oh, so ultra knapp. Komplett gelacktes Tor. Komplett gelackt. Komplett gelackt. Was soll ich da machen? Scheiß drauf. Gouye hat den Ball. Irgendwie verstolpert er ihn wieder. Macht den Pass nicht. Lackertor. Glückwunsch. Ah, damit muss ich leben. Wenn wir so weiterspielen wie in der ersten Hälfte, werden wir trotzdem gewinnen. Alter, das war auch schon wieder so unglaublich lucky. Ich hätte leider meinen Befehl schon eingegeben, nachdem er bevor er gegrätscht hatte. Deswegen war da der Richtungswechsel schon drin. Jetzt aber ruhig bleiben. Einfach nicht davon beeinflussen lassen. Da steht halt wieder 1-1. Scheiß drauf. Wir machen jetzt noch das zweite Tor. Schön gemacht von ihm. Wie es Coman halt wieder schafft, sich irgendwie den Ball dazu arbeiten. Oh. Okay. Wir haben ein bisschen Platz mit Arnie. Müssen natürlich auch wechseln, wie es aussieht. Am meisten nervt es halt dann, keine Ecke zu bekommen. Taktisches. Lag, aber das wäre natürlich mein Fehler gewesen. Der Pass war einfach schlecht. Jetzt machen wir den Gegner leider stärker, als er ist. Du darfst hier nicht weitergehen. Konzentrieren, komm. Ist noch nichts passiert. Es steht immer noch 1-1. Immer noch 1-1. Wir schießen jetzt das 2, dann ist alles gut. Oh, getunnelt. Aber wir können mal wechseln, die sind jetzt ausgepowert, die Spieler. Ein bisschen konzentrieren wieder.
Ja, dann Glück, dass ich hängen bleibe. Fuck! Das hätte ich nicht gedacht, dass er den Kopfball hinbekommt. Nee, er hat echt keine Power. Wenn jetzt Ribéry hätte, da würde er halt durchziehen. Alter, wie defensiv steht denn der, bitteschön? Nur auf Defensive und Konter. Können auch leider noch nicht wechseln. Oh, doppelt. Oh. Gekreuzt. Ach, wir hatten aber auch einen Alu-Treffer, von daher alles gut. Immer noch nicht gewechselt, jetzt erst. Fuck! Da hätten wir deutlich besser spielen können. Ersten Hälfte, da hatten in der ersten Hälfte einen Schuss abgegeben aufs Tor. In der zweiten Hälfte haben wir dafür, glaube ich, gar keinen abgegeben. Und mich konzentrieren. Komm schon, wir sind besser als der Gegner. Einfach konzentriert spielen wie in der ersten Hälfte und alles ist gut. Schade. Mal ein bisschen rennen lassen, ein bisschen durchkombinieren. So, jetzt haben wir mit Ribéry wieder jemanden, der ein bisschen Dampf reinbringt. Oh, bleib doch mal. Also. Was habe ich gemeint? Wieder ein bisschen Druck aufbauen. Gut gemacht von Aspili und dann zum Glück ein schwacher Abschluss auf den Torhüter, aber da kann es auch 2-1 vom Gegner stehen, logischerweise. Den einfach festhält, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, okay, aber die Hälfte geht, denke ich. Ah, scheiße, da hat er eine gute Chance, ne? Fuck, man. Wieso muss denn dieses 1-1 wieder fallen? Das 1-1 war wieder komplett geschenkt, aber da konnte ich halt nicht dafür. Wir haben den Ball rausgearbeitet, er lackt ihn sich wieder mit Cavani und schießt dann halt das Tor. So einfach ist das. Gemacht mit Smalling.
Das ist ein Foul. Oh mein Gott, war das ein Foul. Wird normalerweise immer gepfiffen. Firmino auch wieder total unauffällig. Also es könnte halt wirklich sein, dass Firmino auch wieder gar nicht zieht bei mir. Weiß ich nicht, was das war. Hätten wir meiner Meinung nach auch das Kopfball gewinnen müssen, den Kopfball, weil wir einfach deutlich besser standen. Ich muss wieder ruhig bleiben, mich nicht an den Fehlern aufziehen. Scheint ins erste Elfmeterschießen zu gehen, direkt im zweiten Spiel, unangenehm. Ja, Elfmeterschießen. Okay, konzentrieren, dann ist es halt direkt das erste Elfmeterschießen im zweiten Spiel. Scheiß drauf. Okay, konzentrier dich, nicht zu straff schießen, eine Ecke anvisieren, versuchen zu antizipieren und dann geht's los. Sehr geil, er stellt sich komplett in die rechte Ecke und springt dann vorbei. Was war denn das? Oh Gott! Also dass man sich einen Tick in die Ecke stellt, okay. Aber man stellt sich auch nicht komplett rein, weil dann verkleinert man ja im Endeffekt wieder die Fläche, die man abdeckt. Oh, das ist ein geiler Elfmeter gewesen, der freut mich. Richtig geil. Zeigen Sie sich nochmal den Elfmeter? Warum denn nicht? Sehr schön. Okay, es waren. Und das Blöde ist, ich habe mich bei diesem, als ich so gelacht habe, mich gefreut habe über diesen letzten Elfmeter, habe ich mir leider mich blöd bewegt. Das tut mein Nacken jetzt wieder mehr weh. Moment, die Tore waren. Ach ja, es war ja ein Eigentor. Oh mein Gott. Ohne eigenes Tor gewonnen. Was soll ich sagen? Kane hat halt, ja, gute Chancen gehabt mit dem Fuß, macht sie halt nicht rein. Zwei gute Chancen meiner Meinung nach. Das eine war Pech, Alu, das andere war, das andere war mit dem schwachen Linken, drei Sterne, aber ehrlich gesagt erwarte ich da auch trotzdem, dass er da reinmacht. Und, ja, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber der erste Eindruck ist jetzt nicht so überragend.
Die scheinen halt sehr kopfballstark zu sein, Kane und Modest, aber spielerisch passen vielleicht solche Baumstämme nicht zu mir, ich weiß es nicht. 6 Spiele muss man hier nicht 2 abziehen, ja, ne? Also 4 Spiele, 2 Tore. Bei Modest weiß ich gar nicht, ob wir da Spiele abziehen müssen. Nee, ich glaube nicht. 3 Spiele, 2 Tore ist ja okay. Aber Firmino, 2 Spiele, 2 Tore. Ach ja, hat ja geile Tore schon gemacht gehabt, fällt mir gerade ein. Aber die Vorlagen fehlen ja zum Beispiel. Ja, dann geht's in der nächsten Runde wieder weiter mit der Bundesliga. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann hört man euch loben. Euer Praxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.